1 Million Dollar. Die machen so komische Sachen mit ihren Zungen die ganze Zeit so. Oh nein, ich bin schon vollständig küssen. Sie werden sterben, wenn sie sich nicht küssen. Wir dürfen leider nicht rummachen. Ah, wir dürfen eigentlich hier im Klassenraum nicht rummachen, aber egal. GTA. Gemeinsam mit Deko. Hasta la bon reis, muchachos! Und für euch, bitteschön. Auf geht's! Formula, ich stehe irgendwie neben meinem Lacho, jetzt bin ich ein Knetmensch. Mein Auto übrigens auch. Ist das so beabsichtigt? Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Können wir einsteigen? Wir können einsteigen. Ja! Warte mal, dann lass mal tauschen. Wir können aber nicht fahren. Ich steig einfach hier ein, Digga, was ist los, ey? Wir können nicht fahren? Wir können nicht fahren. Okay, dann respawn einfach mal, vielleicht funktioniert das ja. Okay, respawn mal. Yeah, Digga! Nein! Oh. Yeah! Ja, also ist schön. Dein Auto jetzt freigegeben oder ist das immer noch Schön, dass ihr wieder randommäßig eingeschaltet habt und eure Zeit hier verwastet, ja, Ehre geht raus. Heute wieder legendär eine Map von Mitya. Der heute mal only. For the win. Ich habe die Abkürzung genommen, Marvin. Ja, ich auch. Ich habe noch eine extra Runde geredet. Heute mal only PF4, kein X21. Und es heißt es, komplette Eskalation. Ich glaube 30 Minuten plus. Müssen wir hier? Ja, müssen wir. Oh fuck, Alter, wie geil war das denn? Also, Digga, wie hast du das hinbekommen? Dass ich es geschafft habe. Was, das Hochkommen oder das? Nein! Scheiße. Fuck. Demnächst nehmen wir ein bisschen Werbebudget von Leuten, die gerne Werbung machen wollen oder haben wollen. Wir kleben dann einfach auf unsere Autos in-game Werbung dran. Ist das nicht easy. Ist das nicht eine geile Marketing für die Zukunft? Aber geht das überhaupt oder müssten wir da quasi für modden? Natürlich müssten wir für modden so, ne? Aber was GTA nicht weiß, er macht ihn nicht heiß. Er macht es nicht heiß, hallo. Er macht es. Und Hauptsache, wir machen das. Wir machen das irgendwie so 1,5 Jahre oder sowas und dann kommt Rockstar und oh, wir haben gesehen, ihr habt unser Game gewonnen und damit Geld verdient. 1 Million Dollar. Digga, wenn wir damit schon ein bisschen Geld verdient haben, sind wir schon längst in Haiti oder so, weißt du? Ja, wer ist ihr Rechtssystem? Er wirkt für mich nicht. Ja, Marvin, wo bist du denn? Das war auch ganz einfach hier. Ich schaff den Wechsel nicht. Achso, hast du schon den First Point oder was? Ich hab schon den First Point, ja. Bin schon Alter durch. Alter Schwede, ey. Der Wechsel flach. Da wo es gerade ist und dann flach rüber einfach. Okay, ja. Ich hab's zweimal versucht und zweimal geschafft. Also Muchachos, welche Werbung wollt ihr bei uns sehen? Geklebt auf unserem Auto. Nein! Oh, jetzt kommt noch ein Wäscheklammer. MG-Flip, Alter. Party auf dich, ja? Ist klar, ey, mieser Lack, ey. Warum denn? Ich warte doch jetzt. Nein! Blip noch, krass nach oben. Nein. Ich hab den Boost gezündet und bin richtig krass. Ja, du bist früher krass nach oben rausgelegt. Ich hab's gesehen, dachte, mach es. Meine Finger wollten es einfach nicht. Aber da hab ich beim ersten Mal auch verkackt. Okay, das war mein erster Werbung Try mit dem Flip. Die üblichen Verdächtigen, irgendwie so Nvidia, Rocket, Logitech, ja, sowas so könnte man machen. Dann, für Wäscheklammern vielleicht. Oh, Wäscheklammern. Hattest du ja gerade schon, glaube ich, erwähnt. Ja. Nein, meine Idee. Für Wäscheklammern vielleicht. Aber so 80 und so, weißt du, so Krankenalkohol. Oh, ja, so Sachen, über die wir reden halt, ne? Vielleicht auch Kräutergärtner oder Schleusenwärter. Alexander Markus. Agenturen. Dr. Alexander Markus. Für den Elektriker Alexander Markus mache ich keine Werbung. Reisen nach Thailand. Für Ping-Pong-Partys. Auch Ping-Pong-Partys haben wir es auf jeden Fall. Da mal, wir überschätzen auch der kulturelle Wert. Wollte man einmal mitgemacht haben. Von Ping-Pong-Partys. Ne? Ich war einmal in Thailand und ich muss leider sagen, ich hab's nicht mitgenommen. Also ich bereue es ein wenig, muss ich sagen. Aber wir haben auf Malle haben wir eine Ping-Pong-Party mitgemacht. Da haben wir eine Ping-Pong-Party mitgemacht? Ich glaube, bin der Meinung ist das schon, ja. Ich bin der Meinung, die Dame hat mal eine kurze Ping-Pong-Einlage eingelegt. Als wir da auch dabei? Paradise oder so? Ja, ich war nur einmal in Malle. Also nur einmal zumindest mit solchen Dingen. Also ich war auch einmal im Paradise Club, aber da war keine Ping-Pong-Party.
doch, ey, wir waren da mal, wir waren auch zusammen. Wir waren mal zusammen, da gab's so halt, was? Ja? Stopp. Möchtest du bitte nochmal näher ausführen oder hallo? Was denn? Also wir waren da zusammen im Paradise Club und nicht wir waren zusammen, als wir im Paradise Club waren. Okay. Das war jetzt nämlich meine Frage. Ja, aber du warst nur empört davon, dass ich die Vergangenheitsform benutzt habe, ne? Achso. Okay. Also ich kann mich auch an den Paradise Club erinnern, der ziemlich wild war. War ziemlich... Ja, zum ersten Mal. War schon ziemlich wild. Ich wusste auch gar nicht, dass es das so ein Club ist. Wusstest du das vorher? Boah, da solche, ist schon zu lange solche her. Show-Einlagen. Also weiß ich nicht. Ja, da wurden ja Typen auf die Bühne gerufen, die dann irgendwie die Damen knallen hätten dürfen können. Aber ich glaube, jeder, der hochgerufen wurde, zu viel Konjunktive. Hat keinen Lachs bekommen. Und dann, die Blume ich bin ging der Meinung, um. Genau, die ging einmal reihum. Und ich bin der Meinung, die Dame hat auch einmal so ein Ping-Pong da gejodelt. Ping-Pong gespielt, sagst du? Aber nur einmal, so zum Zeigen quasi. Also gut, dass wir schon wieder, also zum Glück erstmal, dass ganz junge Zuschauer das wahrscheinlich nicht verstehen. Und alle Leute, die es verstehen, die haben wir schon wieder weggegrault. Also schön, dass die zwei Zuschauer noch am Start sind. Dame, die geht raus. Das werden sie nicht mehr hören. Aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich hangover-like. Einmal auf Malle gewesen. Ich war schon häufig auf Malle, aber ich war nur einmal Ballermann-Malle. Du warst nur einmal richtig Malle, ja? Einmal von mir aus. Und ich bin aber auch der Meinung, ich wusste vorher nicht, was der Paradise Club für ein Club ist. Ich glaube, das war mir vorher so nicht bewusst. Ey, zum zweiten Mal jetzt hier. Lachs mich nicht voll. Digga, Marvin! Ja, heute ist nicht mein Day, sag ich dir. Wir hatten ja unsere Malle-Phase, ich war glaube ich zwei oder drei Mal auf Malle, ungefähr 20 Mal in Bulgarien am Sonnenstrand und Goldstrand. Ich habe ja in meiner Jugend irgendwie keine normale Reise irgendwie in ein anderes Land gemacht, um mich kulturell irgendwie zu erweitern, sondern habe einfach immer kulturell nur... Kulturell ist aber auch langweilig. Immer nur... also jetzt finde ich es ziemlich geil, ne? Aber damals in meiner Jugend habe ich einfach so richtig fett Partei gemacht. Ich chill lieber am Strand jetzt. Und deswegen finde ich es geil, dass die auf Malle gerade ein ziemliches Problem haben, weil immer mehr verboten wird. Du darfst nicht mehr am Strand saufen, scheinbar. Einmal saufen, auch nicht mehr. An der Promenade. Wobei das mit dem nicht mehr am Strand saufen, das fing ja bei uns auch schon an. Ja. War aber mehr so semi, hatte ich das Gefühl. Also da ging dann an so eine Patrouille lang. An der Promenade konntest du nicht mehr, ne? Aber am Strand konntest du noch dir achtarmig einen reinhobeln. Den Tag über konntest du am Strand auch einen reinhobeln, ja. Aber dann an der Promenade so an der Promenade, da wollten sie das nicht, aber das ist halt irgendwie so eine Streife lang gegangen, die halt so der Reihe nach alle Leute da ermahnt hat, hier, ihr dürft nicht trinken, aber... Aber da war es auch ganz neu. Da war das auch noch ganz neu. Und wenn die gerade irgendwie 20 Meter weiter waren, dann waren die hinter denen schon wieder am Saufen. Aber ja, da fing das glaube ich gerade an, die Diskussion. So, jetzt glaube ich jetzt hier aber... Ja. Endlich, Digga. Finally. First try übrigens, Ehre geht raus. Hallo, Pisswasser war zuerst hier. Let's go! Kommt direkt bei der MG-Flip, ne? Ja. Dann wollen wir mal. Also, und deswegen verlagert... Ich bin immer noch nicht zum Punkt gekommen. Und deswegen verlagert sich das jetzt weg von Malle hin nach Bulgarien, Goldstrand, Sonnenstrand, weil man sich da noch zwölfarmig einen reinorgeln kann. Auch am Strand, auch irgendwo. Wäre ja auch eine Frechheit, wenn man den Deutschen ihren Kultururlaub klauen würde, ne? Und Malle wird immer weniger dann, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was machen dann die ganzen... Mallorquesen. Deutschen Mallorquesen, die überhaupt gar kein Spanisch können. Das ist ja auch mal das Geilste, ne? Sich hier irgendwie beschweren so, ganz raus, da könnte ich mal Deutsch sprechen hier, ne? Und die ganzen Deutschen, die irgendwie nach Malle auswandern, so, die können kein Wort Spanisch, Alter. Ja. Ausland. Das ist der sogenannte gute alte oder auch Doppelstandard. Man kennt ihn. Oh. Ja, komm mir bitte nicht entgegen, Alter. Hier war gerade. Ich komme dir jetzt entgegen. Tabasco, ich mach jetzt den Wechsel. Huh. Oh mein Gott. Oh. Sag mir bitte, ich bin hier richtig. Oh. Ja, ich bin hier richtig. Alter Falter, ey. Digga, ich hab das jetzt alles First Try geschafft. Dann guck dir das an und rasier meine Eier, Alter. Rasier einfach meine haarigen Möweneier. Okay, Möw, ist das viel? Okay. Möw! Okay, Bruder, beruhig dich. Alter! War das so viel? Das war... Naja, eigentlich geht's. Aber zum Flexen war es schon ziemlich viel. War schon krass, ja. War schon echt, war schon hart. Okay, Nico flex hier ein bisschen. Mega hart, viel Scheiße. Aber was ich jetzt neuerdings gelernt habe, ich bin ja so ein kleiner Lernen durch Zuschauen, ne? Hallo? Ja.
Es gibt jetzt die dritte Staffel Too Hot to Handle. Du kennst wahrscheinlich die ersten beiden nicht, ne? Nein. Okay. Auf jeden Fall. So einen Schmutz gucke ich mir nicht an. Auf jeden Fall gucke ich mir diesen Schmutz eben an. Und die ersten beiden, muss ich auch sagen, waren nicht schlecht. Haben mir gefallen, so. Aber jetzt kommt so langsam, ich bin ja auch schon so ein alter Sack, ne? Kommt einfach die nächste Generation, ne? Und die ganzen, sag ich mal, Hotten, die richtig mega eklig künstlich aussehen, die machen so komische Sachen mit ihren Zungen die ganze Zeit so. So, die ganze Zeit, Alter. Das hätte ich jetzt gerne gesehen, was machen wir da gerade für Zungen. Ja, die spielen die ganze Zeit einfach mit ihrer Zunge so. Ganz kurz einmal zur Veranschaulichung, wie man. Und es gibt auch auf TikTok. Gibt es, da war ich vor 100 Jahren das jetzt mal online. Gibt auch so coole Clips, wo die ganzen jungen Leute so ganz viel mit ihrer Zunge rumspielen, so. Bei Tor to Handle. Spielen die ganze Zeit, die gucken sich nicht mal gegenseitig an, die sitzen da und spielen die ganze Zeit mit ihrer Zunge rum. So, what the fuck, Alter? Warum zum Fick schaffe ich das denn nicht? Wenn ich hier so sitzen würde? Warum? Und das ist, glaube ich, das Ding der heutigen Generation. Die haben das so gelernt. Nein, die haben das einfach gelernt. Fick guckst du so eine Scheiße? Das ist das Ding. Das ist nämlich das eigentliche Ding. Warum zum Fick konsumierst du diesen Bullshit überhaupt? Weil der ist noch so mit am geilsten von den ganzen Trash-Sendungen. Aber die Staffel ist wirklich nicht so gut, muss ich sagen. Muss ich leider sagen. Digga, ich schaff den... Warum? Ich komm hier grad nicht aber weiter. Aber Two Head to Handle, gönnt euch den. Also die erste Two Head to Handle. Jetzt könnte Jeremy, wenn er richtig fleißig ist, nochmal sich hinsetzen und einmal so ein Show-Logo machen. Okay, ja. Ja, aber was konsumierst du denn, Digga? Das können sich ja nicht alle irgendwie, keine Ahnung, die ZDF-Mediathek von vorne bis hinten durchgieten. Ja, ich habe gestern, habe ich Marvin schon erzählt vorhin, eine richtig geile neue Serie gefunden auf Disney. Disney Star, also Disney Plus Star-Programm ist ja dieses Erwachsenenprogramm. Und zwar, ja, wenn ihr Erwachsenenprogramm, Disney Star habt, verstehe. Dann schaut euch mal, ja, aber nur weil da Gewalt zu sehen ist, ne? Also zum Beispiel in dem Cartoon ist das. Da werden zum Beispiel Leute von oben bis unten aufgeschützt und die Gedärme fallen so raus. Ne? Das ist geil, so Alter, das will ich auch! Bei Disney, bei Disney. Plus. In Neuen Mulan oder was? Warum zum Fick? Geht das hier nicht? Oder bei Ariel? Hit Monkey! Ein Affe, der Auftragsmörder tötet. Ey, ganz richtig ehrlich, geil. Ey! Ja? Wie geht diese scheiß Koralle? Ich werde hier in 100 Jahren noch... Ich mach keine Koralle. Glaube ich zumindest. Hä? Du fährst in eine Tube rein und sollst in der Tube wenden. Wie? Ich hab's aber noch nicht keine geschafft. Keine Koralle! Dann wär's nicht, doch, wenn ich nur eine Koralle macht oder nicht. Wenn man da rückwärts hochgeht, was passiert denn da? Warte mal. Ich schaff keine Drehung, keine volle da drin. Ich rutsch immer unten raus. Deswegen musst du ja rückwärts reingehen, oder nicht? Ich mach das dann jetzt einmal vorwärts. Dann wäre das der, wie ist er nochmal, der doppelhodige Ziegenheinrich? Ist das wirklich so? Wie heißt das jetzt auch so? Ja, genau. Nur ohne Speed halt. Aber wir haben ja auch ein Formula. Ja, dann dürfte das doch eigentlich easy gehen. Also du musst den Lachs jetzt dann zurückfahren, ja? Habe ich das richtig verstanden? Du fährst da hoch. So. Hast du deinen... Alter Schwede, aber... Ja. Nee. Wie? Ich krieg hier aber auch keine Koralle hin. Aber was bringt dir die Koralle dann? Ist mal Retalk. Naja, also du würdest ja dann den doppelrodrigen Ziegenheinrich machen. Und würdest irgendwas. Fährst dann rückwärts so ein bisschen nach oben. Ziegenheinrich. Und fährst dann wieder vorwärts. Könnte mit dem Formular vielleicht sogar klappen. Ja, dann musst du es hinkriegen, die Koralle zu machen. Und das ist einfach mein Kryptonit. Wie? Wie? Jetzt mal ernsthaft, wie? An der geraden Fläche vorher schon nach oben überdrehen und dann krass nach unten überdrehen. Fertig. Lol. Komm, nein. Nee, krieg ich nicht hin. Es geht aber auch, es geht nicht. Also ich hab's jetzt gemacht, aber ich hab einfach vorne Dings kein Glück mehr. Ha. Aber drückst du die ganze Zeit auch noch weh, ne? Beim nach oben Fußen, beim nach oben schon, ja. Bei nach unten dann nicht mehr. Okay. Digga, jetzt verkacke ich hier die ganze Zeit beim Schmutzigen. Come on, Alter. Also das muss ich noch lernen. Also das kann ich aber nicht. Reflex geben. Ah, passt ja ganz gut. Ich brauche hier noch ein bisschen. Nee, brauche ich noch ein bisschen. Egal, es ist ewig bei mir. Nee, er überdreht mich nicht nach oben. Egal, was ich mache.
drückt die ganze Zeit Leertaste, wird einfach nur langsamer und fährt nach oben. Ich rutsche danach beim Weißen so heftig nach unten, kann mich dann null fangen. Null! Er rutscht dann immer weiter runter. Wenn ich's denn mal schaffe. Keine großen Probleme, ich lenke sogar mit Tastatur da. Und bin wieder drauf. Rutsch auch krass nach unten, aber fang mich wieder. Tube nach oben, dann wird man dich loben. Aber gibt's noch eine andere Technik? Weil mit der krieg ich das einfach nicht gebacken. Also mal mit nur eine Arschdrehung. Okay, ich hab's geschafft. Aussortierer habe ich. Und jetzt muss ich hier wieder rausfahren. Ich glaube auch krass nach oben, oder? Ja, ich hab's! Oh, einmal! Hast du's? Okay. Einmal, Digga. Rückwärts nach oben, rückwärts rausfahren. Wo ist er? Da ist er irgendwo. Er sagt wenden. Ja. Nein, nein, weiter. Und jetzt muss richtig steil nach oben ziehen. Muss richtig steil hoch. Richtig steil hoch. Digga, so steil wäre das gar nicht gewesen! Oh, nice, ging. Du musst in einer Drehung drei Ebenen hoch. Hä, ich dachte nur die weiße. Nein. Du musst da drüber. Beim weißen fährst du dann vorwärts wieder raus. Hä? Die drei grünen Dinger musst du fertig haben, bevor das auf dem Loch wieder kommt. Du musst quasi auf der vierten sein, wenn das Loch kommt. Oben drüber ist ein Aussortierer, wo du rückwärts reinfährst, nach vorne stoßen lässt und dann bei der Öffnung rausfährst. Digga, sofort wieder geschafft, was ist los? Nice. Siehst du, guck mal. Eigentlich gar nicht so schwierig. Doch, ist schon gar nicht so einfach. Guck, dass du hier vielleicht schon am oberen Rand des Warriors dann in den Tube reinfährst. Und wie gesagt, du musst vom Grünen weg sein, wenn das Loch kommt. Ja, so ist gut. Und jetzt? Nice. Und jetzt einen runter, okay, vorne raus und nach oben ziehen. Oh mein Leben, hallo! Nach oben ziehen, da kommt ein Tube, wo du so einen halben Micha machen musst. Nach oben, ganz nach oben. Ja! Oh Bruder, ey, Koralle und die Formula. Die helfende Möwe, Alter, die helfende Möwe. Digga, Koralle und Formula ist einfach nicht mein Ding. Aussteigen, lass tauschen. Nimm da einfach dein Ding, ey. Ja, bessere Reifen, man kennt sie, ne? So, nein, jetzt halt wir müssen nicht schon wieder eine Koralle machen. Wie viele Punkte haben wir denn eigentlich? Die Hälfte! Ganz unten jetzt? Ja! Okay, ich habe keinen Plan. Eigentlich müssen wir wieder rückwärts fahren jetzt. Ah, oben beim Aussortierer gegenfahren wahrscheinlich, oder? Und dann rückwärts stoßen lassen. Klappt das? Ja, aber... Bist du dafür richtig rum? Oh, mein Leben. Digga, mein Leben. Ja. Aber jetzt müssen wir richtig krass nach unten fahren, ne? Du sollst abfangen. Ja. Digga, fahr doch nach oben! Okay, überdreht, aber dann fährt man da lang. Okay, es sollte eigentlich machbar sein. Das einzig Schwierige wird sich wahrscheinlich dann unten abzufangen. Das einfach nicht ganz so schnell sein beim Runterfahren. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Ja. Ja, ich hab. Nein, muss hier drehen? Oh, ja, doch, ich hab's. Ich glaube, ich muss jetzt drehen, so. Ja. Ja, jetzt fahr ich vorwärts. Ja, oh, same. Finally. Same. Okay, jetzt oben lang. Boah, wechseln, dann haben wir's. Nicht da noch verkacken, bitte nicht. Oben. Ja, dran. Ja. Digga, ich will auch nicht mal Ballwechsel verkacken, Alter. Ballwechsel, Hammer, nice. Oh, finally. Ja, schon wieder, ey. Mit, ja, du guck mal, eigentlich passiert, sind wir schon irgendwo Profis, Alter. Irgendwo sind nee, ich kann, Profi. Ich kann die Koralle nicht. Ja, das Digga! Geschafft. Richtig. Das sieht komplett aus. Alter, ja! Ja! Oh, ja. Oh. Und nochmal den 360 und nochmal den 360. Kriegen wir hin, oder? Oh, ja, hab ich. Und jetzt ein Voidwechsel. Ja. Ja, hab ich auch. Na, oh, das war ein bisschen knapp, aber ich hab's. First try. Kann man nicht einfach, kann man nicht einfach fahren? Was? Kann man nicht einfach auf dem Ball dann dran fahren? Warte. Musst du. Also, du kannst es testen, wenn du willst. Ich würde es nicht machen, weil ich denke. Ich würde sich schon was dabei gedacht haben, aber.
Nee, wir fahren auch lieber hier lang. Hallo? Oh nein. Ja, ich bin auch sehr runtergekommen, aber es geht noch. Digga. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Staffel Tour zu Hände mit so krass heiß, wie wir gerade durchshapen. Digga, richtig was hot, los? Oder? Aber es ist ein bisschen unfair für die anderen Typen dann, weil sich die Mädels alle die Finger lecken werden nach uns. Ach, ups. Du bist ziemlich gut in GTA. Hast du diese geile Formel gesehen? Wir haben die Label Agents erfunden. Der Begriff kommt von uns. Oh nein, ich bin schon feucht in meinem Höschen. Wir dürfen leider nicht rummachen. Genau so. Richtige Nerd-Fantasien sind das, Alter. Ich weiß. Ich hab einen Ritter-Level 72 hier. Oh, Ritter-Level 72. Oh, ja, geil. Ist auch. Digga, richtig nerd. Ich hab den Endboss von Azeroth besiegt. Oh, was? Den haben nur 3 Leute geschlagen bisher. Oh, nein. Deko kann die Frauenstimme sehr gut nachmachen. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Wenn sich eine Frau so anhört, Finger weg. Digga, ich verkack die ganze Zeit bei diesem schmalen Filz schon wieder, ne? Oh, ich bin ja so schlecht durchgegietet, das ging aber dann einigermaßen. Haben wir! Okay, jetzt kann ich wenigstens einmal, ja? Ein einziges aber, Mal ja, auf die warten. Wie, also worum geht's eigentlich in Too Hot to Handle? Was müssen wir machen oder nicht machen? Also ich geb dir mal ganz, ganz kurz ein schnelles Ding, ja? Also in der ersten Staffel ging es dann darum, dass die Leute da hingegangen sind, die dachten, die wären bei einer Gameshow. Ja, du musst drehen. Die dachten, die wären bei einer Gameshow. Das wäre vielleicht vorher freundlich gewesen zu müssen. Ich erklär dir jedes Detail, Alter, der Map. Ja, du er lässt mich hier einfach in den Tod fahren, Alter. Ja! Prioritäten musst du mal ein bisschen klar kriegen. Ja, Priorität hier, Alter. GTA, Alter. Was war hier also, falsch? Auf jeden Fall, ne? Die denken, die sind auf einer geilen Pussy-Show oder so und können wild rummachen. Und dann cruisen die hin, machen auch erstmal wild rum und dann am Abend bekommen die dann mit, okay, man darf hier nicht rummachen und rumsexen, sondern wir müssen hier ein bisschen enthaltsam leben. Und wenn. Also das war die erste Folge, ist der Aufmacher, wo alle dann rangeiern, weil die da schon richtig wild am Rudelbumsen sind. Ja, genau. Und danach wird ihnen erst gesagt. Junge Leute, ne? Aber sie fliegen noch nicht raus, ja. Wenn sie schon einen Rudelbumsen haben. Nein. Also die holen ja extra so Leute ran, die nur am Rumbumsen sind, so, ne? Und in dieser Sendung geht es eigentlich um was Gutes, so dass die Leute lernen, Beziehungen einzugehen und Menschen zu vertrauen so und so weiter und so fort. Ne? Weil alle Leute, die einfach nur wild rumbumsen, die haben ja meistens irgendwie so ein psychisches Problem, dass sie nicht vertrauen können oder was auch immer. Und ja. Und das versuchen die so ein bisschen aufzuknacken. Und in der nächsten Staffel ist dann so, dann wurde es ja so langsam berühmt, Tor to Handle, dass es dann da wieder, eigentlich wiederholt sich der ganze Lachs nur. Nur, dass sie, also bei der ersten Folge kannten die das eben noch nicht, Tor to Handle, ne? Da haben die das, glaube ich, Tor to Handle, haben sie einfach so durchgeballert. Bei der zweiten Sendung war es dann so, ja, du bist jetzt hier bei Temptation VIP oder so, kannst hier wild Rudelbumsen machen. Und das ist eigentlich das, was sich nur ändert. Und wenn die rumbumsen, dann gibt es eine Geldstrafe. Entweder. Ja, die bumsen wirklich. Ja, die züngeln rum, bumsen, was auch immer, was sie auch machen, das kostet denen Geld. In der ersten und zweiten Staffel gab es 100.000 und am Ende bekommt einer von denen 100.000 Dollar minus den ganzen Bestrafungen, die da eben runtergehen durchs Rummachen, Rumbumsen, was auch immer. Ich hab voll gewitzt, bekommst nichts. Das kann auch sein, Bruder, ne? Müssen wir hier wieder rein? Nein, Marvin! Ey, come on, ey! Ja, war ich da richtig? Ich war mir nicht mehr sicher. Ja, ich war mir auch nicht sicher, aber ich hab's geschafft. Und auf jeden Fall bei der dritten Staffel, wo ich jetzt gerade bin, da geht's sogar um 200.000. Aber da hat ein Pärchen hat auch schon 70.000 Dollar verzockt durch Rummachen und Rumhuren. Ja, also du gewinnst 200.000, aber du bekommst dann nie wieder einen Job. Und, ich weiß auch gar nicht, wonach die das jetzt machen, wer das Geld dann bekommt. Wahrscheinlich, wer den meisten Progress so gemacht hat, aber keine Ahnung. Stimmt, gibt's da dann irgendwie ein Zuschauervoting, wer weiterkommt oder was? Nee, das voten die, glaube ich. Und die dürfen sich nicht selber voten. Ja, ach so, die Teilnehmer. Ja, genau. So, okay. Wer hat den meisten Progress gemacht, weißt du, in Sachen Beziehungsaufbau? Hä, wo muss ich hin, Mann? Wo ist, bin ich wieder hier? Ist ja vollkommen falsch. Nee, wir müssen unten bleiben. Nicht wieder in den Schiss reinfahren. Ich seh's da auch gerade. Oh, oder oben, also vielleicht müssen wir auch oben langfahren. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, bei Staffel 3, ich weiß nicht, ob ich spoilere einfach mal kurz, ne? Ist dann so, dass ein Pärchen dort, was sich gefunden hat, eben 5-mal mitten da rummacht. Ja. Und jeder Kurs sind 6.000 Dollar. Also 30.000 okay. Dollar mal eben verballert, so, ne? Ja. Und dann, weil sie so viele Regelverstöße hatten, hat dann diese Lana, das ist dann sozusagen so
diese Amazon-Box auf Wish bestellt. Hat dann eben gesagt, so, okay, um der Versuchung zu widerstehen, musst du jetzt einmal in so ein VIP-Haus gehen für eine Nacht mit deinem Paar und zeigen, dass ihr euch auch wirklich koschermäßig enthaltsam leben könnt. Also im VIP-Haus dürfen sie nicht schnackseln. Genau. Sie sind dann hingegangen, haben dann so dem Team gesagt, so, ja, okay, ne, wir versuchen unser Bestes, pipablo. Dann waren die weg und dann hat diese Lana hat dann gefragt, so, Team, schaffen die beiden das, ja oder nein? Und dann konnten die entweder alles wiederbekommen an Geld, 200.000 hätten sie dann wieder, die haben ja zu dem Zeitpunkt schon 50 verballert oder so, oder sie verlieren nochmal 50.000. Wenn sie rummachen. Oder? Wenn sie nur einen Kurs machen, wenn sie einen Regelverstoß machen, ne? Dann hat das Team natürlich gedacht, ja ey, ne, machen wir, vertrauen denen, ne? Einen Tag später, die haben zweimal rumgemacht, 50.000 wieder weg. Plus 6.000 pro Kurs, also haben die erstmal $60.000 eben verpulvert, ne? Man kennt ihn. Und das ist aber eben also der Reiz. Ist das, ja. Kann das real sein? Meinst du, du kannst wirklich sagen, okay, 50.000 Euro, ihr müsst euch einfach nur einen Abend lang nicht küssen? Meinst du, die können wirklich einfach nicht anders als, sie müssen sich einfach küssen? Sie werden sterben, wenn sie sich nicht küssen. Ja, also das fand ich nämlich auch ein bisschen random, dass die so geil aufeinander sind, dass das vielleicht nein, auch ein bisschen... Nein, ich hab's geschafft und hab den letzten Wechsel verkackt. Ey. Ich glaube, ich würde jetzt auch den Lachs unten nehmen. Ich hab den jetzt zweimal oben genommen. Vollkommen. Ich hab ihn oben genommen, fand ich gut. Echt? Achso, also nee, den letzten Wechsel unten. Nee, unten fahren. Aber oben lang fahren. Nee, das mache ich jetzt unten, ist mir zu blöd. Ey. Aber ich habe gerade sogar den Warride, den Flip geschafft, rüber. Ich hab dann den Warwechsel verkackt, weil ich ihn zu früh gemacht habe. Ich habe hier mehr so X21, keine Ahnung. Aber wenn ihr gerade okay, mitbekommen ja, habt, okay. Ich bin der... Oh, warte mal, kann ich überhaupt langfahren? Ich glaube, Marvin ist ein richtiger Too Hot to Handle. Ich bin ein richtig Veteran. Krasser Erklärbär, Alter. Ich kann so schlecht erklären, wenn ich irgendwann mal, warum auch immer, Lehrer werden sollte. RIP an all meine Schüler, Digga. RIP. Also ich konnte dem schon ganz gut folgen, eigentlich. Okay, sehr gut. Aber die Struktur, sie war da. Das ist übrigens, ne? So ist ja richtig easy. Digga, so ist das ja richtig oben easy. Langfahren war doch auch richtig easy. Nein, ich hab da zweimal verkackt. Ja, aber beim Langfahren einfach nur, oder was? Ne, beim Rüberflippen dann, weil dann war ich zu... Warte. Ich hab's, glaube ich... ja! Dann war ich irgendwie zu weit unten, bin runtergefallen. Pipapo, jetzt hab ich's. Hallo! Ich fahr aber unten lang, ich vertraue dir jetzt. Viel einfacher. Hast viel mehr Zeit, dich auszurichten. Hat mich aber eigentlich oben auch nicht schwierig. Also, habe ich dich jetzt gewonnen für Two Hot Two Handle, nee, oder? also in der ersten Staffel, ich werd mir so ein Bullshit, weder Two Hot Two Handle noch DSDS oder Big Brother oder Dschungelcamp oder was, das ist, für mich ist das wirklich Schmutz. Ja, aber die ersten beiden Staffeln waren wirklich cool, weil die Charaktere auch richtig nice waren. Und jeder Mensch, der sowas tut, kriegt bei mir auch charakterlich Minuspunkte. Ja, zum Glück bin ich bei dir, ich wollte gerade sagen, so Paladin-Level 400 oder so bin ich für dich, ne? Komplett auf Heal geskillt. So ungefähr, ja. Deswegen bin ich trotzdem noch sehr gut mit dir befreundet, obwohl du sowas guckst. Sehr gut. Da kann aber ich das ist für schätzen. Mich wirklich, wirklich Schmutz. Ich könnte das auch, Alter, ich könnte mir sowas nicht reinziehen, ne? Es gab mal einen YouTuber. Ich könnte den Gedanken nicht vertragen, gerade zu spüren, wie mein Gehirn schrumpft. Der da eine Reaction drauf gemacht hat auf die erste Staffel. Und das sage ich bei dem Content, den ich selber produziere. Ja, Reaction. Weißt du wer? Wer hat die erste Staffel ein bisschen gereactioned? Was mich gewundert hat, dass man auf so TV-Content Reaction kann. Ich hab den Flip verkackt, ey. Du hast eine Chance. Ein deutscher YouTuber? Ja, mit dem waren wir auch schon mal feiern. Ernie? Nein! Luca! Ehrlich? Achso, ja, okay. Ja, könnte ich mir vorstellen. Was mich wundert, weil er 90% 13-jährige Mädchen hat, die dann natürlich richtig erstmal bittig aufgezogen weil werden. Weil er 90% 13-jährige Mädchen hat. Zuschauer, sagen wir so, Zuschauer. Das andere kann ich nicht bestätigen. Ja, schon dann auch ein weirder Content für den Content. Ja, ich kann's ja, ich kann's ja schauen mit einem reifen, differenzierten Blick. Aber so als Jugendlicher, wo man noch so Role Models braucht, so, ne? Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal in die Klasse und mach mir den nächsten 13-Jährigen klar, ne? Nach der Sendung. Hallo! Ah, wir dürfen eigentlich hier im Klassenraum nicht rummachen, aber. Oh ja. Egal. Was
Taxi an. Oh yeah. Ja, ziemlich wilder Scheiß auf jeden Fall. Ja, wilde Theorien hier auf jeden Fall. Oh. Aber die Map ist nice, zockt sie selber. Ja. Und haut mal in die Kommentare, guckt ihr sowas? Also sowas wie Tor to Handle oder Dschungelcamp oder so ein Bums und was? Weshalb? Hä? Was ist so? Nein, bleib auf der Seite, bleib. Hä, nee, auch falsch? Ich hab mich festgehalten. Hä? Kannst du bitte vorfahren? Ja. Ich bin gerade rüber geheatet und da war nichts mehr. Okay. Wird da jetzt bleiben? Schauen wir mal. Okay. Natürlich wie immer ohne Gewehr, ne? Ja, ich also hab dich extra ein bisschen weiter vorfahren lassen. Speede. Sag bitte Bescheid, gib mir Meldung. Ja, speede. Bleib jetzt auf der Seite. Okay, ist falsch. Scheiße. hast du verkackt? Ah, du musst dann flippen, glaube ich. Du musst einen Wallwechsel machen. Ich verkacke jetzt zum zweiten Mal bei dem letzten Flip. Okay, das ist echt kacke. Ja, ey! Digga, ich flippe immer eigentlich ganz gut und trotzdem kannte ich irgendwie fest. Komm! Doch nicht einmal bist du hingekommen überhaupt, ey. Digga, alle geschafft. Ich hab's. Alter! Oh, der war böse, Alter, der war böse. LOL, ich bin fast vorbeigefahren. Also die ganzen Boardwechsel da am Stück. Ich check mal ganz kurz, was da noch kommt. Der war... Los, guck mal hier. Ja. Der war auch schmuck. Der letzte, komm, los, der letzte. Der war auch schmuck. Aber war nicht ganz schmuck, aber hab ich. Hat er, okay. Reinfahren, ein bisschen abbremsen, Punkt einsammeln, let's go. Hello. Ja, geil. Dann ist so alles zurück und müssen dann nach unten weiter. Oben weiter? Nee. Und? Also jetzt ein Flip, dann noch ein Flip und dann unten. Okay. Dann noch ein Flip und noch ein Flip und noch ein Flip. Und jetzt hier unten. Da ein Flip. Bitte. Ja. Alter! Ja. Ah, und da, wow, dann kommt noch. Hui, da kommt aber jetzt einiges. Da oben ist auch noch ein MC-Flip. Ja? Ja. Scheiße. Nein! Bei der Ausfahrt auf den MG bin ich mit dem rechten Reifen gegengestoßen. Ey, komm, fick dich, Alter! Eieiei, ey. Aber ich bin den Anfang nicht. Wie weit ich First Try geschafft habe, einfach. Ach, echt? Ne? Hast du geschafft? Tschüss. Ich hab irgendwie Probleme mit dem Boardwechsel hier, mit dem Lack. Puh. Ja, der flippt nach unten wieder. Ja, und jetzt. Ich fahre bei den Edwards, by the way, beim ersten schon so ein bisschen früher auf. Ja, würde ich jetzt auch machen. Ja. Ja. Nein, ich hab den falschen Winkel drin, Bruder. Oh, ich hab den End! Oh fuck, da kommt noch ein Wechsel. Ein Wechsel. Das war's, ehrlich, ich bin durch. Ja, MG Flip for 2! Und Ziel. Yeah. Da kommt Marvin. Oh, da kommt der auch! Alter, war das close! Nice, Wando! Chocochino! Alter, aber geiles Ding, ey! Heide! Richtig nice Map, Alter! Richtig nice! Also, das Einzige, was mich zerstört hat, war die Koralle. Alles andere war schmuff. Geil! So, ich würde sagen, darauf gucken wir jetzt erstmal 3 Staffeln Tor to Handle, oder? Daumen nach oben ballern. Vielen Dank für euren Support. Bis dann. Reingehauen. Bye bye, Muchachos!